So, herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tipp. Heute geht es um das Thema Freistellern. Und zwar das klassische Freistellungswerkzeug, das wir hier sehen. Hier dahinter versteckt sich auch noch das perspektivische Freistellungswerkzeug. Dazu gibt es aber ein separates Video. Heute geht es wirklich nur um dieses Freistellungswerkzeug. Freistellungswerkzeug bedeutet nicht, dass wir eine Person zum Beispiel hier vom Hintergrund trennen, das heißt die Person freistellen, sondern dass wir zum Beispiel den Bildschnitt anpassen und drehen können, das Ganze also insgesamt zuschneiden. Und dazu gibt es verschiedene Einstellungen, Einstellungsmöglichkeiten und die will ich dir einfach mal kurz zeigen. Wenn wir das Werkzeug jetzt ausgewählt haben, dann gibt es hier, wenn wir in diese Ecke fassen, solche Anfasser. Und da können wir zum Beispiel den Zuschnitt ändern, entweder größer machen oder kleiner machen. Wir können es auch hier von der Ecke her gehen. Wenn wir die Proportion beibehalten wollen, ganz einfach die Shift-Taste drücken, dann können wir es proportional beibehalten, entweder als Querformat oder als Hochformat. Ich werde es mal rückgängig machen. Dann haben wir hier noch ein Verhältnis, das wir einstellen können. Verhältnis ist einfach so, wie ich das einstelle, wie ich das hier ziehe, möchte ich es haben. Dann kann ich hier genaue Pixel, also entweder Pixel per Zoll oder Pixel per Zentimeter, eingeben. Wenn ich hier mal 8x3 mache zum Beispiel, dann habe ich so ein Format. Das kann ich auch entweder hochformat oder querformatig machen. Da muss ich auch keine Shift-Taste drücken, damit das Ganze proportional bleibt, weil das hier eingestellt ist. Ich kann das auch einfach wieder löschen, dann bin ich hier wieder frei in meinen Maßen. Dann gibt es hier originale Proportionen, das ist einfach diese hier. Wenn das so eingestellt ist, brauche ich auch keine Shift-Taste, damit das Ganze proportional gleich bleibt. Und dann gibt es ganz verschiedene Voreinstellungen, das heißt quadratisch, 16:9 zum Beispiel. Und wir können auch eigene Werte einstellen. Und wenn wir möchten, natürlich auch eine neue Freistellungsvorgabe eintragen. So, das ist der Punkt hier zu den Freistellungsverhältnissen. Dann haben wir einmal hier diese Knöpfe, die ich dir mal zeigen möchte. Und zwar, wenn wir das hier gemacht haben, können wir das Ganze entweder rückgängig machen, dann wird es einfach wieder in Ausgangszustand zurückgestellt, oder ich sage, oh, ich will es doch nicht zuschneiden, dann muss ich nicht hier erst rumschieben und das Ganze wieder korrekt hinsetzen, sondern ich kann auch einfach diese Aktion abbrechen, dann ist das auch wieder rückgängig. Um eine Freistellung zu bestätigen, kann ich entweder hier auf diesen Haken klicken, das heißt, wenn ich das so mal zuschneide, ich kann das hier im Bild direkt einfach schieben, kann ich entweder hier auf den Pfeil klicken oder ich drücke die Enter-Taste, dann ist das Ganze auch freigestellt. So, der Hintergrund, wenn ich das jetzt einfach wieder starte, ist der Hintergrund immer noch da. Und zwar liegt das daran, dass wir hier keinen Haken gesetzt haben bei außerhalb liegende Pixel löschen. Wenn ich hier den Haken gesetzt habe und bestätige das Ganze und ich gehe dann nochmal in die Freistellung rein, dann sehen wir, oh, die ganzen Pixel sind weg. Das heißt, ich muss das hier einfach mal einmal rückgängig machen. Ich gehe mal wieder auf den Standard zurück. Und deswegen, die Bildgröße wird dann natürlich kleiner, was oft ein Vorteil sein kann, aber ich kann auch nicht mehr nachträglich den Zuschnitt anpassen. Das heißt, wenn wir die außerhalb liegenden Pixel löschen möchten, dann am besten erst ganz am Ende, wenn ich sicher bin, dass ich das nicht mehr ändern möchte. Dann gibt es hier einen Haken, der nennt sich inhaltsbasiert. Das ist folgendermaßen, ich gehe mal hier wieder auf originale Proportionen. Wenn ich jetzt hier das Ganze so eingetragen habe, also eingerahmt habe, was ich freistellen möchte, dann kann ich hier, wenn ich außerhalb dieses Kastens bin, bekomme ich hier so einen gebogenen Pfeil. Und wenn ich da klicke, dann kann ich das Bild drehen. Wir sehen schon, so sieht das Bild dann aus. Das heißt, ich drehe das Original Bild im Hintergrund. Wenn ich das Bild jetzt so zum Beispiel freistellen möchte, dann habe ich hier und hier unten leere Pixel
Und wenn dieser Haken gesetzt ist und ich bestätige das Ganze dann werden diese Bereiche automatisch von Photoshop gefüllt. Er errechnet sich einen Mittelwert und überlegt sich, was müsste hier gefüllt werden. Und ja, in vielen Fällen passt es auch ziemlich gut. Es kommt immer darauf an, wie groß ist der Bereich, der neu gefüllt werden muss und wie sind die Strukturen hier aufgebaut. Was haben wir dann noch? Wir haben hier zum Beispiel auch Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben einen Klassikmodus. Klassikmodus heißt, wir drehen diesen Rahmen. Ja, so war Photoshop früher eingestellt. Also bei älteren Photoshop-Versionen ist das noch so. Das heißt, wir müssen immer so unseren Kopf drehen und sagen, okay, so sieht das Bild später aus. Das ist beim nicht klassischen Modus einfacher, da hier das Bild gedreht wird und wir hier immer noch, ja, klassisch, wie wir das auch sehen später, wird es angezeigt, welcher Bereich einfach freigestellt ist. Dann haben wir hier den freigestellten Bereich anzeigen oder nicht. Das heißt, wenn hier der Haken weg ist, ist zwar das Bild hier hinten immer noch vorhanden, ich kann hier immer noch rumschieben, aber es wird mir entsprechend nicht angezeigt. Und ich habe eine automatisch zentrierte Vorschau. Das macht in der Regel nicht so viel aus. Das bedeutet nur, dass, also ich würde den Haken einfach immer drin lassen, weil hier die Vorschau dann entsprechend immer zentriert wird. Wenn das nicht der Fall ist, ich gehe nochmal zurück und setze hier oben an. Ich mache mal das hier aus. Dann sehen wir, okay, der freigestellte Bereich ist hier oben, wo ich angefangen habe freizustellen und muss dann hier oben rumschieben, wenn der Haken gesetzt ist. Und ich starte dann nochmal, dann wird mir das ganze Feld einfach zentriert angezeigt und ich muss nicht irgendwo am Bildrand entsprechend rumsuchen. Breche das Ganze nochmal ab, zoome wieder ein bisschen rein. Dann haben wir hier noch die Freistellungsabdeckung aktivieren. Das heißt, wenn wir hier zuschneiden, dann ist der außerhalb liegende Bereich vom Bild ist hier entsprechend abgedunkelt. Der ist entweder abgedunkelt in dem Bereich, wie die Arbeitsfläche eingestellt ist. Das heißt, wenn wir hier einen schwarzen Hintergrund haben, dann wird es hier auch entsprechend dunkler abgedunkelt. Oder wir setzen uns hier eine eigene Farbe, wenn wir das möchten. Und wir können auch die Deckkraft dieses Bereichs anpassen. 75% sind automatisch. Wir können es auch komplett abdecken oder komplett eingeblendet lassen. Setze es wieder auf 75% zurück. Das finde ich ganz passend. Gut. Was haben wir noch? Wir haben hier auch noch ein Feld. Hier können wir zum Beispiel verschiedene Regeln anzeigen lassen. Freistellungsregeln, hier zum Beispiel die Drittelregel, ein Raster mit ganz vielen kleinen Kästchen, Diagonalen, die das Bild schneiden und teilen, dann solche Dreiecke angezeigt bekommen, ein goldener Schnitt und die goldene Spirale. Goldener Schnitt sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie die Drittelregel, ist aber bildtechnisch hier, ich nenne es mal in der Mitte, etwas enger beschnitten. Und die goldene Spirale, auch Fibonacci-Spirale genannt, haben wir natürlich auch noch. Die dient auch sehr, sehr gut zum Bildaufbau. Wir können die Überlagerungen anzeigen oder ausblenden, wenn uns die stören. Und wir können auch hier mit der Taste O durchwechseln. Das heißt, wenn ich hier die Taste O drücke, dann springt mir das immer entsprechend durch. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte die Fibonacci-Spirale haben, also diese goldene Spirale, wie sie hier heißt, aber sie soll nicht hier unten sein, sondern ich will sie hier oben im Bereich des Kopfes haben, dann kann ich hier einfach die nächste Ausrichtung testen. Dann habe ich sie hier nach oben gesetzt. Wenn ich sie rübersetzen möchte, einfach nochmal drauf. Jetzt ist sie hier unten, nochmal drauf ist sie oben. Jetzt ist sie gespiegelt hier drüben und so kann ich sie einfach an die Stelle setzen, wo ich sie haben möchte.
Genau, ich denke, ich habe nichts vergessen. Ich habe hier noch ein gerade ausrichten Werkzeug. Wenn ich zum Beispiel einen Hintergrund hätte oder ich möchte hier den Kragen gerade richten, nur das Beispiel, dann kann ich hier einfach reinklicken und ziehe mir hier zum Beispiel am Horizont oder ähnliches eine Linie und dann wird diese Linie gerade gerichtet. In dem Fall jetzt senkrecht. Und ja, kann mir so dann entsprechend meinen Horizont auch gerade ausrichten. Gut, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Interesse und bis dann.